Prime Media, liebe Kinder. Heute möchte ich über unsere Zeitschrift Der wilde Fremdling sprechen. Das ist jetzt die Nummer 63, die ist gerade rausgekommen. Und in dieser Zeitschrift gibt es so vieles Interessantes. Ja, eins, was mir wieder so wichtig ist, wir haben einige Zeugnisse von Heilungen. Der Körper wird geheilt. Jesus liebt den Menschen. In erster Linie geht es Gott um die Seele. Dass er einem die Seele reinigt, dass er die Seele wieder gesund macht, dass er vergibt ihr und das so, dass sie aufblüht und kann leben. Solche Zeugnisse gibt es auch. Aber mich rührt es immer, dass Gott auch den Körper heilt, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir also wirklich an ihn glauben. Irgendwie scheint es mir, dass es jetzt weniger ist von diesen Heilungen, weil man vielleicht doch nicht alle kennt oder aus eigener Gemeinde sind es doch nicht so viele. Und trotzdem gibt es, gibt da ein wunderbares Zeugnis, wie also eine Frau während der Taufe diesen Sommer wurde also von einer wirklich schlimmen Krankheit, Hautkrankheit geheilt. Ja, sie hat es geglaubt, sie kommt aus ganz anderer Kultur, aus anderem Glauben, und hat an Jesus geglaubt und gelesen, was er alles tut. Und es hat sie gerührt und die hat immer wieder mit diesem Glauben, auch nachdem, wo sie aus der Taufe rausgegangen war, also das geht doch an der Haut nicht, augenblicklich weg, aber immer wieder geglaubt und der Herr hat es geheilt. Mich hat es auch gerührt, wie eine Schwester, die ich vor anderthalb Jahren getauft habe, die hat es jetzt erst gesagt, also dass sie wurde geheilt von ihren Krampfadern am Fuß. Und ich weiß, was es mit den Krampfadern, viele von uns haben also irgendwie Probleme auch in Füßen, auch bei mir ist es nach der Lungenembolie, sind die Krampfadern da und ich muss aufpassen, muss Strümpfe ansehen und so. Und ich gehe ins Wasser und taufe diese Frau, sie wird gesund. Ich bin noch nie gesund, aber ich glaube, der Herr kann es machen. Aber es ist auch für mich etwas Besonderes, dass er heute heilt. Und das ist etwas von der Barmherzigkeit Gottes, dass er die Menschen liebt, dass er ihnen nachgeht. Wir haben auch ein Zeugnis in dem erwählten Fremdling. Und auf zwei Seiten schreibt jemand, wie Gott antwortet auf Gebet. Und es schreibt nicht jemand, der 30 Jahre im Glauben ist, aber jemand, der 3 Monate im Glauben ist oder 6 Monate im Glauben, so richtig, wirklich. Und er sagt also, wie Gott überall Antworten gibt. Er weiß nicht, wie seine Mutter das Wort bringen. Sie kommt aus einem anderen Glauben. Sie kann es nicht verstehen, warum er sich nochmal taufen lassen hat. Und er bittet bei Gott, hilf mir meiner Mutter, also es zu sagen. Weil wenn ich selber komme, es klappt irgendwie nicht. Und dann kommt ein Moment, das nächste Mal nach diesem Gebet, kommt er und die Mutter will mit ihm sprechen über den Glauben. Oder es geht auch um etwas, da wird die eigene Tochter beleidigt. Da wird irgendwie ein Prozess eingeleitet und der Mann kann es gar nicht. Die Tochter ist ein Lieblingstochter mit 12 Jahren und wieso passiert es, er greift gleich schon fast zum Telefon, einen Anwalt holen und das irgendwie da zurechtbiegeln. Und dann auf einmal liest er in der Bibel oder hört es von jemand sagen, also werft eure Sorgen auf Gott. Ja, die Sorgen soll man einfach werfen zu Füßen Gottes und er macht es. Abends mit seiner Frau beten sie, also Gott nimmt diese Sorgen weg, lass uns wieder schlafen, lass uns wieder ruhig sein. Und der nächste Tag ist Ruhe, auch die Nacht, da kann man schlafen. Und irgendwie meldet sich auch nicht mehr die Person, die Beleidigungen hier in Welt geschoben hat. Einfach, es wird, weil Gott es sagt in seinem Wort, werft eure Sorgen auf mich. Das ist etwas so Besonderes. Jemand sagt auch in der Zeitschrift, was mich so besonders rührt, der den Gott schon vor 3 Jahren erlebt hat. Und nach einer bestimmten Zeit erfährt er hat nicht mehr diese erste Liebe. Er muss da besonders was erleben. Und dann fragt er, Gott, es war doch anders, wo ich dich kennengelernt habe. Da war doch diese erste Liebe, die mich so bewegt hat. Und dann kommt etwas in sein Leben, was wirklich ihn wieder dazu bringt, dass er lieben beginnt. Und das war dort in einer Rehabilitation. Und er betet für jemand anders. Jemand, der mal auch ist in großer Not und kann nicht fassen, den Glauben Gottes und irgendwie, und er sagt, wir werden fasten für dich, 6 Tage hat er gefastet, die anderen waren auch doch mit ihm gefastet, eine Zeit lang, nicht alle 6 Tage, und dann in diesem Fasten, den nächsten Tag kann schon dieser Mann, also Gott erleben und erzählt und wird anders, und durch dieses jemand wird
zu Gott näher. Und du hast dabei geholfen. Ja, dein Fasten hat geholfen. Ja, dein Wort hat geholfen. Durch das kommt er wieder so in die Nähe Gottes und erlebt Gott ganz anders im Leben. Das ist etwas Besonderes. Eine Frau schreibt, die ist seit einem Jahr im Glauben. Die sagt eigentlich, ich habe es erst mal gemerkt. Ich habe immer wieder gute Werke getan, auch als ungläubige Frau. Aber was war mein Motiv? Mein Motiv war immer wieder was davon zu haben. Mein Motiv war hier auch ja, etwas für mich oder gut aussehen oder wie auch immer. Und sie sagt, jetzt als Christ lerne ich eigentlich, es geht nicht um mich, es geht um Jesus. Und jedes Mal hinterfrage ich meine Motive, warum mache ich das? Und ich will, wenn ich etwas tue, zur Ehre Gottes. Ich empfehle euch, unsere Welt im Fremdling Nummer 63 zu lesen. Ihr könnt es zuschicken oder schauen Sie auf unsere Seite friede-und-freude.de. Gott segne euch.